Bernhard Kaduff auf dem Weg in seine Jagdhütte in Arosa. Bei einem Zwischenhalt sucht er die Gegend nach Wild ab. Im Fachjargon Spiegeln genannt. Beat Kaduff hat in diesem Jahr keinen Jagdschein gelöst. Denn seine Jagdsaison hat der Sternekoch schon gehabt. Mein Vater ist 82 und hat uns eine Woche mitgenommen auf Afrika, auf Südafrika auf die Jagd. Das war vor einer Woche. Und jetzt habe ich einfach keine Zeit. Aber mein Jagdkollege Hans-Peter ist auf der Hütte da oben. Und jetzt habe ich gesagt, also zwei, drei Tage muss ich gleich rauf zu einem, weil das gehört dazu, bis seit 30 Jahren immer mit ihm auf die Jagd. Und jetzt zuerst mal nicht, weil ich einfach keine Zeit habe. Normalerweise ist Kaduff die ganze Saison auf Jagd. Heuer hat er aber nur wenige Tage Zeit. 2,5 anstrengende Stunden später wartet die selbstgebaute Berghütte auf ihn. Die Luft auf 2200 Meter ist kühl. Kurz darauf erscheint auch Jagdkollege Hans-Peter Gadint von der Jagd. Beute bringt er allerdings keine mit. Beim Nacht reden die beiden über Gämse. Ja, das können wir nicht über am Abend. Das nächste Tag nimmt dort meistens. Die Männer wollen ihr Glück am nächsten Tag versuchen. Es ist 5 Uhr in der Früh. Die beiden Jäger machen sich auf die Pirsch. Kurz darauf beim Spiegeln. Sie haben etwas entdeckt. Unsichtbar für die Kamera. Jetzt sind wieder drei bei diesen Gitz. Geiss Gitz und nochmal eine helle. Jagen ist kompliziert. Der Jäger muss zuerst eine Gamsgeiß schießen, die genügend alt ist und kein Jungtier hat. Bei dem Wind nicht einfach. Ja, die Gams sind weg. Ich glaube, wir brechen die Jagd ab. Mit dem Luft können wir nichts machen. Wir gehen jetzt zurück in die Hütte und gehen am Nachmittag probieren wir es noch mal, wenn sich der Wind leiht. Ein paar Stunden später. Beat Kaduff und Hans-Peter Gadint versuchen noch einmal ihr Glück. Die Jäger haben wild gewittert. Jetzt heißt's vorsichtig sein. Das Warten hat sich gelohnt. Wenige hundert Meter entfernt entdecken die Jäger eine Gams. Die wären gut. Nun müssen sie warten, ob das Tier auf Schussdistanz näher kommt. Hans-Peter Gadient nimmt ein Messband und schätzt die ungefähre Horngröße. Er will sicher gehen, ob er die Gams überhaupt schießen darf. Ich vergleiche, ob das könnte mit dem Mass aufgehen von 17 cm. Dann dürfte man sie schiessen, ja. Doch die Aufregung währt nur kurz. Wegen dem Wind hat die Gams die Jäger gewittert. Jetzt ist klar, heute machen die Jäger keine Beute. Jetzt blaust die fast fort, he?